Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein Mediabook eines Trash-Film-Klassikers mitgebracht, das seit dem 24. August 2018 bei Ink Pictures erhältlich ist. Und ja, das ist schon eine ganze Zeit her. Es gibt jetzt auch eine Neuauflage von White Pearl Movies von WMM. Die ist am 4.3.2021 rausgekommen, ebenfalls im Mediabook und limitiert auf 111 Exemplare. Ich habe mich aber für dieses hier entschieden. Erstens, weil das billiger war. Und zweitens, ganz ehrlich, ich kannte den Film überhaupt nicht. Ich bin da mehr oder weniger drüber gestolpert und dachte, oh, das könnte genau dein Ding sein. Und ja, für, ich meine, 12 Euro für das Mediabook von Inked Pictures. Und da habe ich gesagt, Mensch, nimmst du mal mit. So, hier unten steht auch der deutsche Titel, Die Zunge des Todes. Also quasi mehr oder weniger wörtlich übersetzt, Dead Time Stories, Die Zunge des Todes. Ja, naja, okay, gut. Also der Film ist aus dem Jahr 1986 und von Regisseur Jeffrey Dellman inszeniert worden. Und dabei handelt es sich um eine, ja, um eine was? Um eine Episodengeschichte, in der auf moderne Art und Weise und äußerst blutig, zumindest habe ich das so gelesen, Märchen nacherzählt werden. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie gesagt, ich kenne den Film bisher noch nicht. So, jetzt packen wir das Mediabook erstmal aus. Wie gesagt, erschienen ist das Ganze bei Inked Pictures und limitiert ist es auf 444 Exemplare. Und da es schon vor so langer Zeit rausgekommen ist, wundert es mich eigentlich, dass es überhaupt noch welche gibt. Und dann auch noch zum Preis von, was habe ich gesagt? 12 Euro, 13, auf jeden Fall sehr günstig. So dass ich sage, kann man eigentlich nichts falsch machen. Als Mediabook-Fan, als Trash-Fan und Horror-Fan. So, ich muss jetzt hier sagen, die Folie, oh wei, oh wei, die pappt aber schon ganz schön. Ach du Scheiße. Ach du, ja, okay. Wir schauen uns das hier mal an. Hier ist ein FSK-Flatschen drauf und zwar ab 18, wobei, das ist etwas verwunderlich, weil, soweit ich weiß, ist dieser Film gar nicht von der FSK abgesegnet worden. Na, kann ich mich natürlich irren, aber soweit ich informiert bin, hat der Film keine FSK-Freigabe. Gut, ja, was ist das für eine Folie? Die ist also, die fühlt sich auch ganz eklig an, muss ich sagen. Und schaut euch das mal an, was das hier auf dem Mediabook hinterlassen hat. Das ist ja, ach, das ist ja richtig scheiße. Das sieht richtig ranzig aus. Furchtbar. So ein bisschen wie das ist gebraucht. Und wir schweißen das jetzt nochmal ein und verkaufen es neu. Sollte ich da etwa einem Betrüger auf den Leim gegangen sein? Ja, ich hoffe mal nicht. Also, naja, ich sag mal so, solange an dem Film nichts dran. Ach, hier auch. Ach du liebes bisschen, das ist ja gut, okay. Auf der Seite steht halt auch der Filmtitel Dead Time Stories. Dann haben wir hier oben nochmal das Artwork von der Front. Kriegen wir auch scharf, genau. Und hier oben halt Inked Pictures. Ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingslabel, muss ich sagen. Dann hier unten der Hinweis auf die Blu-ray-Disc. Wir schauen uns auch vorne das Artwork nochmal genauer an. Sie sind im Schrank, unter dem Bett. Unter deinem Bett, draußen vor dem Fenster, aber bestimmt nicht in deinem Kopf. Ja, also Artwork gefällt mir persönlich sehr gut, wobei das Artwork der Neuauflage auch nicht schlecht ist. Ja. Aber das hier, das nervt mich schon ganz gewaltig hier. Das ist ja richtig Kacke ist das. Naja, gut, dann schauen wir mal hinten drauf. Dead Time Stories, hier guckt uns der Werwolf an. Was heißt Werwolf? Das ist wahrscheinlich der böse Wolf aus Rotkäppchen. Ja, haben wir hier eine kleine Inhaltsangabe, hier ein paar Bilder aus dem Film, dann die Credits, dann hier unten die Produktspezifikationen, dann hier nochmal die Limitierung und die Limitierungsnummer, das ist die Nummer 188. Und ja, hier unten noch ein bisschen Werbung und Copyright-Hinweise. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Das ist ja das Wichtigste. Ich hoffe, da erleben wir jetzt nicht auch irgendwie eine miese Überraschung.
Naja, also das hier ist dann mal die Blu-ray. Hier steht es auch drauf, Uncut. Aber das sieht irgendwie, ich weiß es nicht, nicht richtig aus, oder? Es sieht irgendwie ein bisschen wie ein Bootleg aus. Ich weiß es nicht, ist es hoffentlich nicht. So, wir schauen uns das mal von hinten an. Ja, hier haben wir auch schon, seht ihr das? Hier sind schon so Rillen drauf. Also schaut aus, als wenn die wirklich nicht ganz neu wäre. Ah, hier, ja, hier auch. Hier geht die Farbe ab. Ja, geil. Wer billig kauft, kauft doppelt, ne? Na ja, gut, ich kannte den Film nicht. Obwohl, das könnte auch so gewollt sein, wenn ich mir hier so anschaue. Hier haben wir auch über diese Falzspuren, wie von alten Kinopostern vielleicht. Okay, reden wir es einfach mal schön, das gewollt, ja? So, hier, positiv, das Booklet ist vernäht. Schon mal ein Pluspunkt. So, was haben wir hinten drin? Noch die DVD des Films. Die ist auch noch drin. Schaut die besser aus? Nee. Oh. Seht, oh, was ist denn? Ah, hier sind schon diese milchigen. Ach du Scheiße. Gut, ja, das muss jetzt nichts heißen. Aber, ja. Ja. Naja, hier, ein Film mit Herz. Ja, wir sehen das ein. Ah, ich bin jetzt schon so ein bisschen, muss ich sagen, angefressen. Bin so, ah, was ist das denn hier? Naja, gut. Ja, man kann es nicht ändern. So, dann schauen wir uns jetzt mal den Buchteil an, ob der sich wenigstens gelohnt hat. Hier, dadurch, dass es vernäht ist, ist das, ja, ist es auf jeden Fall leichter zu blättern. Hier haben wir das gleiche Bild aus dem Film nochmal, das wir auch hier als farbigen Innendruck haben. Und war es hinten auch nochmal drauf? Nee. Ja, auf jeden Fall ein Bild aus dem Film, das dann hier auf der Seite noch. Ja, naja, gut. Okay. Gehen wir weiter durch. So, also zumindest hier haben wir jetzt keine weiteren. Doch, natürlich, hier sind auch weitere Bilder aus dem Film. Finde ich ja immer sehr überflüssig, Bilder aus dem Film reinzupacken. Hätte man auch was anderes hier, Konzeptzeichnungen oder reinpacken können. Gut, hat man nicht gemacht, was soll's. Ach, hier doppelseitig. Schön. Aber ja, das macht auf jeden Fall schon mal Lust. Macht auf jeden Fall schon mal Lust auf den Film. Das Papier selbst, das hinter, ja, wenn ich hier mal so drüber streiche, was ist das? Ist das Staub oder Milzbrandpulver oder, ach du, ey, seht ihr das? Hier, was zum Teufel ist das denn? Das ist ja, da, das ist ja widerlich. Hier überall. Überall, also was, naja, ja, überall auf jeder Seite oder nur hier? Ja, naja, okay, gehen wir mal weiter. Ich gehe mir auf jeden Fall gleich die Hände waschen, man weiß ja nicht, was es ist. So, ja, und hier weitere Bilder aus dem Film, aber alles in allem finde ich, ist das Booklet schön textlastig. Das Papier ist sehr dick und sehr fest. Also das auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Dann ist es vernäht, weiterer Pluspunkt. Aber das hier, das, was zum Teufel ist das? Ach, und hier geschrieben wurde das Ganze von meinem Freund Mike Blankenburg. Sehr schön. Also dann kann ich mich schon so halbwegs darauf verlassen, dass der Inhalt dieses Booklets oder des Textes auf jeden Fall informativ und locker flockig geschrieben ist. Ne? Der Mike an dieser Stelle auch nochmal ein lieber Gruß. Von mir an dich, ja, schön. Wusste ich gar nicht, dass du hier. Ja gut, aber ich weiß ja so vieles nicht. So, das war's. Das Unboxing zu Die Zunge des Todes im Inked Pictures Media Book. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Damit sind wir am Ende angelangt. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing wieder. Und ja, ich versuche jetzt erstmal zu verkraften, was ich hier für ein beschädigtes Produkt. Ich meine, gut, es war billig, ja, aber trotzdem, selbst wenn es billig ist, sollte es funktionstüchtig sein. Und ja, das hier geht natürlich auch gar nicht. Und das, naja, gut, okay. Mal sehen. Muss ich jetzt mit klarkommen. In diesem Sinne nochmals vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Seid schlau, schaut blau und ja, bleibt gesund und bleibt geil.